So, erstmal hallo zu unserem Modern Koi Blog. Und bevor ich es vergesse, bevor wir hier mit dem eigentlichen Thema anfangen, liken. Liken nicht vergessen, ganz wichtig. Ich glaube, wenn Sie auf unserer Internetseite das Video anschauen, dann müssen Sie nicht unten rechts, sondern oben rechts liken. Und nochmal, es hilft uns, wenn Sie uns liken, weil dann YouTube, nochmal für alle neue Zuschauer, weil dann YouTube anfängt und unser Video regelrecht viral im Internet umwirbt und anbietet. Und je mehr Leute dazukommen, desto besser ist das für uns. So, das ist auch unsere Intention, unsere Absicht hinter der ganzen Geschichte, dass unsere Community einfach größer wird. Heute möchte ich mal ein Thema, Sascha Hock von Genesis ist gerade da, nein, er ist jetzt gerade nicht hier, er ist vorne am Teich, aber heute ist Sascha Hock an einer der Genesis, wie soll ich sagen, Premium-Vorzeigeanlagen zugange, um den jährlichen Check zu machen. Das heißt, er guckt alle Pumpen nach, er guckt alle UV-Lampen nach. Bei den Pumpen gibt es schon was Interessantes zu sehen, was vielleicht auch für Sie wichtig sein könnte. Und da wollte ich Ihnen jetzt einfach mal eine ganz geile Filterkammer zeigen, die eigentlich alles hat und genauso aufgebaut ist, wie es aufgebaut sein sollte. Dazu nehme ich jetzt die Kamera auf die Hand. Der Teich, der dahinter hängt, den kriegen Sie dann auch wahrscheinlich in einem zweiten Block zu sehen. Der Teich hat um die 60.000 Liter. Das ist die dazugehörige Filterkammer. Wir haben also alles redundant. Zwei komplett getrennte Filterkreisläufe. Das ist der eine. Das ist ein 750S, also Schwerkraftfilter. Hier ist alles sehr eng. 750S Schwerkraftfilter. Jeder Filter wird mit drei Pumpen angefeuert. Ich zeige Ihnen nachher außen. Jeder Filterkreislauf hat auch eine Luftwärmepumpe. Jeder Filterkreislauf hat seinen eigenen Bioreaktor. Da hat man am Anfang, als man gestartet ist, hat man nur einen Bioreaktor gemacht, hat aber dann bei der Vielzahl der Fische gemerkt, dass das einfach zu wenig ist. So sieht ein Genesis Schwerkraftfilter aus. So, hier hinten die Rohrleitung für den einen Filterkreislauf, die Bodenablaufleitung und die Skimmerleitung. Hier das gleiche nochmal für den anderen. Dann jede Menge UVC-Licht. Ich weiß gar nicht, wie viele Lampen da. Da ist jetzt eine Lampe drin. Und hier drüben, ach, da hängen die Vorschaltgeräte, hängen einfach auf der anderen Seite. Also zwei UV-Lampen, wahrscheinlich die großen, die 150 Watt von Genesis. Dann haben wir hier, wie gesagt, pro Kreislauf haben wir dreimal die EVO Bluestream 18.000. Kennen Sie wahrscheinlich auch. Und die hat jetzt mal Sascha auseinandergebaut. Und jetzt schauen Sie sich mal, was hier auf dem Rotor für einen Bakterienschleim drauf ist. Und Sascha hat gesagt, bei den anderen Pumpen, nach denen sie ausgetauscht worden ist, sind die Pumpen gleich um 20-30% schneller, stärker geworden, haben mehr Leistung gebracht, weil das einfach, wenn das hinten, das ist ja das Teil, boah, das, aua, da ist ein Magnet, sollte man glauben. So, das ist einfach ein Widerstand, in dem Moment, wo da drin sich Bakterienschlunz bildet, ist es ein Widerstand und der Widerstand macht sich einfach in der, keine Ahnung, wahrscheinlich in der Drehgeschwindigkeit bemerkbar. Und wenn sich die Pumpe langsamer dreht, dann wird auch weniger Wasser gefördert. Also kaufen Sie sich bei Koi-Discount den Pumpenreiniger, machen Sie Ihre Pumpen sauber. UVC-Lampen sind jetzt gerade noch nicht dabei. Da ist wichtig, dass man nicht nur die Lampe tauscht, sondern dass man auch einmal im Jahr das Quarzrohr rausnimmt. Also das ist das Rohr, wo die eigentliche Lampe drinsteckt. Und dass man dann dass man das auch vom Schmutz befreit, weil wenn das Quarzrohr verschmutzt ist, dann kann natürlich die Strahlung von innen nicht nach außen und wird zum Teil oder mitunter auch komplett gefiltert. Und das ist dann auch immer mal wieder der Grund für einen trüben Teich. Nicht ganz so häufig, aber kommt doch immer mal wieder vor. Jetzt gehen wir mal noch hoch zu den Luftwärmepumpen. Also es ist natürlich schon ein Luxus, wenn man eine komplett redundante Anlage hat. Und da sehen Sie, die sind von Aquaforte, sind günstig und haben vielleicht nicht den allerhöchsten Wirkungsgrad. Also da gibt es Profigeräte, die das sicherlich noch etwas besser hinbekommen. Aber ich sage mal, für einen Einsatz am Koi-Teich und wenn man Investition und Amortisationszeit und alles rechnet, ist man, denke ich, mit denen ganz gut aufgehoben. So, dann haben Sie jetzt mal einen wirklich Premium-Filter von der Firma Genesis gesehen. Und auch ganz wichtig, der Kunde holt sich einmal im Jahr einen Sascha am Teich, um
die Anlage komplett warten zu lassen und dann weiß er im Frühjahr auch. Das ist wie ein Besuch mit dem Tierarzt, wenn sich die Sandra Lechleiter oder Achim Pretzinger oder wen auch immer holen. Einmal im Jahr sollte man seinen Bestand untersuchen lassen, aber auch der Bestand steht immer, oder die Gesundheit des Bestands, des Keubestands, steht immer in direktem Zusammenhang mit einer funktionierenden Filtertechnik. Also wenn Ihnen von 6 Pumpen dann 4 Stück keine Leistung mehr bringen, dann kann das vor allem im Sommer, wenn viel gefüttert wird, kann das auch der Grund sein für erhöhte Nitritwerte. Also gucken Sie einmal im Jahr Ihre Pumpen nach, Ihre UV-Lampen nach, schauen Sie auch nach den Filtern, wenn Sie jetzt Genesis-Filter haben, dass da alle drehenden Teile sich ordentlich bewegen. Und gucken Sie, ob der Papierverbrauch sein kann, weil daran merkt man es dann auch ab und an mal, wenn man dann mal 8 Wochen kein Papier mehr hat, austauschen müssen, dann stimmt auch irgendwas nicht. Gucken Sie einfach nach und dann passt das am Ende. Okay, soviel zum Thema Frühjahrscheck. Und jetzt der nächste Block, den ich jetzt aufmache, ist auch was Interessantes, was ich schon oft hatte und auch echt lästig ist.